Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Gamcraft, wieder mit meinem Co-Piloten. Hallo. Und ja, machen wir mal weiter. Wir haben ja beim letzten Mal den Armorbrecher bekommen. Ich bin nur am Überlegen, theoretisch gibt es ja jedes Mal nur eine Sache. Bei der Wizard Tower hier beim Paar, so, ja noch nicht freigeschaltet ist. Wir machen hier mal weiter, mal gucken, vielleicht gibt es ja im Feld A1 noch irgendwas. Schauen wir mal. Aber beim letzten Mal hatten wir. Ah, hier gibt es wieder Gelb. Sehr schön. So, So. Papa, guck mal, was mir jetzt auffällt. Jetzt hast du so eine Reihe voll, Jetzt habe ich hier die Reihe voll, ja. die du immer mitnimmst. Genau. Hier die Teile werden von Bolts weggeschossen. Okay. Da braucht man Gembomb. Zwei. Die Gegner laufen hier hoch und entweder darum oder hier runter und darum. Am besten wäre oben lang, weil die dann weiter laufen müssten. Ich will mal was probieren. So, funktioniert, was ich probiert habe. Weil jetzt kann man es nämlich so machen, dass man die hier unten entlang laufen lässt, hier zumacht und dann theoretisch könnte man sie hier gleich wieder reinlaufen lassen. Das wäre eine gute Idee, weil sie dann durch zwei von diesen Sachen kommen müssten. So, also wir Papa. haben gesagt, wir machen auf jeden Fall hier zu, ne? So, und dann haben wir gesagt, die laufen dann hier hoch. Wollen wir sie da lang oder wollen sie hier wieder runterlaufen lassen? Am besten wäre da lang, dann, weil dann verbrauchst du nicht so viel Mana. Hier lang? Da. Da lang? Also auf jeden Fall haben wir gesagt, wir machen hier vorne rum zu. Ja. So, dann laufen die praktisch hier so da so lang da so. Wobei ich sie doch lieber hier runterlaufen lassen würde. Weißt du Okay. wieso? Das Problem ist, dass ich dann praktisch, wenn ich hier einen Turm hinsetze, in die Richtung, in die schießen kann. Also vielleicht sogar bis Ja. nach hier vorne. Wäre jetzt so meine Idee. Da würde ich nämlich ungefähr hier den Turm setzen. Ja. Zumindest einen erstmal. Dann kann ich hier vorne hinschießen, da Am hinschießen und besten da. wäre gelb. Am besten wäre gelb, ja. Da gebe ich dir recht. Hier machen wir zu. Also können sie eigentlich nur hier dann hochlaufen, da drüben runter. Wollen wir hier noch eins länger machen? Ja. Warum auch immer, ne? Gelb, ja. Gelb ist tatsächlich das, was mir jetzt hier am besten gefällt, ja. Grün noch für die Falle. Ich bin ja eigentlich jetzt erstmal dafür. Wobei ich den eigentlich gar nicht dahin machen will. Ich will den eigentlich hier unten erstmal dann in den Turm. Oder komme ich mit Bowls nachher darüber? Egal, lass uns erstmal anfangen lassen. Wie geplant gehen die da unten rum, was ich auch nicht So. erwartet, was ich erwartet habe. Das hast du erwartet. Na dann. Weil die hoffentlich. Auf was schießt du? Auf Strukturen, die sollen jetzt hier gleich drauf schießen. Auf Strukturen soll der drauf schießen. Weil ich eigentlich viel lieber hier noch so einen gelben hätte. Wenn das jetzt nur Level 3 ist. Aber ich dachte, der Genau. soll auf Strukturen schießen und nicht Der auf hier, Gegner. ja, aber das kann er ja nur mit Bolts Ah. abschießen. Deswegen habe ich den auf Strukturen gestellt. Noch zwei, noch ein, dann noch dreimal drauf. Wie viele Bolts haben wir noch? Ja, passt. Gibt auf jeden Fall schön viel Mana. So, das hier gerade mal Da upgraden. oben wolltest du noch was kaputt machen? Ja, mit einem Zweierbomber. Deswegen habe ich hier einen Zweier-Typi. Aber ich war das noch. Das hat er jetzt kaputt. Und jetzt machen wir hier die Bombe drauf. Oh, passt. Jetzt haben wir zumindest mal alles zerstört, was es zu zerstören gibt. Und was möchtest du jetzt machen? Weiter Die Gegner besiegen? Weltherrschaft. Die Weltherrschaft an mich reißen. So wie Pinky und Brain. Immer und Der Boss. hier schießt jetzt schon nach hier unten raus. Das ist gut. Der bringt immer. Und was machen wir an diesem Abend? Wir probieren die Weltherrschaft an uns zu reißen. Genau.
Wann fängt die Musik an? Der Binky und der Bang Bang Bang. Wir sollten keine Werbung für irgendwelche Zeichentrickfilme machen. So, warum nicht? Warum nicht, genau. Ist doch nur eine Kinderserie. Das allerdings. So. Mal schauen. Ah, es sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Gut, die Titan-Giants sind jetzt hier so ein bisschen ein Problem. Da hätte ich jetzt eigentlich gerne gehabt. Ups. Hier mal so. Ein Sechser. Ja, und den tun wir auf Highest Shields. Die mit dem meisten Schild. Ja, also höchsten Armor, meisten Schild. Dass da die Schilder runtergehauen werden. Und Papa noch ein bisschen Marmortyp da. Für, nicht Marmortyp. Du weißt, was ich meine, der orangene Papa. Mana? Als Pfeile. Nee, ich will es eigentlich ohne probieren, weil es lohnt sich im Augenblick nicht. Dadurch, dass ich den nicht richtig hoch machen kann, nicht richtig boosten kann, finde ich, lohnt sich es einfach nicht. Okay. So, das hier mal. Papa, den hast du doch am meisten gestärkt, diesen Mana. Ja, ist vielleicht auch ein Fehler. Vielleicht sollte ich mal umschwenken. Zumindest kommt man dann wahrscheinlich leichter auch durch. Ne? Jetzt hier hinten wird ja sowieso schon von denen auch alles wegge. Ratzt hier. 48 muss man hier hinkriegen. Oh oh. 48 ist doch einfach. So. Das hier. Und vielleicht sollte man aber einen wieder zurückbringen. Guck mal, wie weit der jetzt schon kommt. Der kommt schon bis nach hier vorne. Ohne extra Laser. Aber der andere leider noch nicht. Gut, das könnte jetzt langsam ein bisschen kritisch werden. 23, ne? Das kriegen wir doch noch hin. Warum nicht den anderen? Weil ich erstmal den hier noch ein Stück höher kriegen möchte. Das wäre doch eine gute Sache. Na komm. Upgrade. Und jetzt geht's richtig rund. Bam, bam, bam. Also richtig, richtig viel aus einmal schießt er jetzt nicht ab. Ja, auf einmal nicht. Aber guck mal, der macht hier die Titanen, macht er hier ziemlich kaputt. Wie viel Schaden, was für einen doppelten Schaden? Der kriegt jetzt mal 6,29. Papa, mach mal schneller. Nee, will ich gerade nicht. Ich will das jetzt hier genießen. Sehr gut. Ist sehr gut. 16 dann. Leider nicht mal bis 23.000. So, oh, ein Viertel-Token. Okay, Endurance Mode. Also die. Aber die ersten gehen noch, ja. Und auch das geht noch erschreckend gut. Aber jetzt könntest du schon wieder den mal hochleveln. Mhm. Das ist erschreckend. Erschreckend. Guck mal, wie viel Rüstung der eigentlich hat und wie er doch gleich runtergehen wird. Musste man genau drauf achten. 20.000 Leben hat er. Rüstung, Armor. Rüstung, Armor, genau. Guck und bam, weg. Papa. Das ist ja komisch. So viel Rüstung. Ja, aber guck mal, wenn du mal rechnest. Rechne mal 6 mal, also grob 6.000 Schadenspunkte pro Treffer. Da hilft ihm auch die Rüstung nicht mehr viel. So, dann könnte man ja theoretisch noch Rüstungsdurchdringung machen. Das Einzige, was halt wirklich noch fehlt, ist halt noch der rote Edelstein dazu. Ja, wobei, da ist es jetzt auch irgendwie zu viel. Einen kleinen einfach. Papa, jetzt solltest du aufhören mit den Steigen. Warum sollte ich? Weil sonst so viele durchkommen. Ich finde das blöd, dass die hier so viele Treffer brauchen, bis dann das Schild endlich weg ist.
Weil natürlich, wenn nur die Treffer zählen, die noch so einen hohen Schaden haben kann, trotzdem bringt es nichts. Oder wir machen noch so einen. Ein Level 10er. Oder ein Level 10er. So, auf jeden Fall hier mal. Level 10er davon wird fies, Papa. Level 11er wird noch fieser, ein Level 100er wird am fiesesten. Aber guck mal, wie toll die das machen. Auch wenn das jetzt langsam kritisch wird. Echt, was wird daran kritisch? Noch läuft's hier. Und jetzt machen wir nochmal. Jetzt kannst du sogar verbessern. Verbessern, nein, glaube ich sogar schon. Nee, aber bald. Wie viel denn? Bei 46.080. Das hast du bald. Hoffentlich früh genug. Blöd ist, dass das jetzt hier alles zu viel aus dem kommt. Ruder läuft. So. Dieser Frostzauber ist echt verblüffend gut. Verblüffend gut, ist das dein neuestes Wort? Ah, wie fehlt ein anderes? Die ersten kommen wieder durch, das ist nicht so gut. Oh, dass Papa. Ihre Schilder halt auch haben. Hä? Hast du den schon ver. Warum hast du jetzt wieder erst 40? Weil die ankommen. Guck, immer wenn einer durchkommt, wird mir Mana abgezogen. Und gerade wenn es dann auch größere und schwerere sind, dann ist das relativ fies. So, Giant. Mach den fertig, Jungs. So. Mach den fertig. So, es gibt hier irgendwie Least Hit Points. Was heißt das? Die mit den wenigsten Lebenspunkten soll er beschießen. So kann ich jetzt hier noch mal ein bisschen. Guck mal, wir sind bei 20.000. Ach, eigentlich haben wir doch schon erreicht, was wir erreichen können. Ja, ganz schön viel EP. So. Papa. Ah, Mist. Ah, der eine ist leider wieder durchgekommen. Aber den Überlebensmodus überlebt man nicht lange. Kommt drauf an. So. Okay, jetzt machen wir noch was ganz Böses. Jetzt kriegt Verdoppelst du das? Genau, jetzt kriegt er bei jedem zweiten Schuss den 8,3-fachen Schaden. Ja, das ist doch ganz nett. Dafür ist jetzt halt auch nur noch einer. Ach, war vielleicht nicht die beste Idee. Aber gut, ich meine, guck mal, was wir an Erfahrungspunkt gemacht haben. Ein bisschen mehr. Ein bisschen. So, was kriegt man hier? Ach nee, die mag ich nicht, diese Challenges. Hast du sie trotzdem oder nicht? Nee, ehrlich gesagt jetzt nicht. Das ist auch kein Arm mehr. Man kriegt zwar plus 13 Skill Points und aber. Aber nein. Papa, es ist eh kein A mehr. Was machst du denn jetzt? Jetzt mache ich das nächste. Was soll man denn da machen? Hier hinten ist ein unzerstörbares Monsternest. Dann lässt man es am besten oben drüber laufen. Da braucht man Level 2 Gambomb. Und das? Ich guck gerade, wo hier am besten. Am besten oben. Ja, nach oben ist sowieso, aber ich kann im Augenblick hier nicht zubauen. Guck, wenn ich hier zubauen will, ist blockiert. Ich muss hier erstmal mit Gambombs frei machen. Und jetzt überlege ich gerade, wenn ich hier reinlaufen lasse, dann laufen sie da lang, laufen hier entlang, aber die sollen dann da hinten lang laufen. Okay, also eigentlich ist das Beste erstmal hier aufzumachen. Gut, und das ist genau richtig aufgegangen. So. Also sie laufen hier lang, machen wir hier einen Wall hin, laufen sie hier runter,
Dann kommt hier hinten noch eine Wall hin. Papa, was ist diese Stein da, wo Gitter davor sind? Das ist ein gefangener Stein, den muss ich auch mit ein paar Treffern rauskriegen. So, dann geht's hier runter, dann geht's da entlang und dann muss ich hier vorne nochmal eine Gambomb hinwerfen. So, und dann geht's nämlich hier runter. Und jetzt kannst du das. Jetzt kann ich hier vorne zumachen. Jetzt muss ich gucken, wohin ich meine. Am besten eins, wo du auch den anderen Turm treffen kannst. Bin ich gerade am Überlegen. Guck mal, ich habe nur die drei. Muss ich wahrscheinlich wieder mit Gift arbeiten. So. Und mit Rüstung verdrängen. Hier wäre eigentlich am besten. In der Mitte. So. Erstmal zumindest. Und hier vorne. Das war eigentlich blöd. Warum? Okay, arbeiten wir mit Gift. So. Und mit? Und Action. Und ein Zweier Gambomb können wir gleich schon werfen. Mana und ein bisschen. Und du hast gleich auch welche kaputt gemacht. Genau. So. Machen wir einfach hier vorne nochmal ein. Duplizieren den hier, sobald es geht. Bis jetzt kommt noch sehr gut zurecht. Ja. Wann kann man denn duplizieren? Ja, könnte ich eigentlich schon. So. Strukturen. Jetzt kann er das hier schon mal angreifen. Ist das ein roter? So. Aber ist das ein roter da? Das ist irgendein bunter. Ich muss mir dann angucken, was er kann. Hoffentlich ja. ein roter auch dabei, Papa. Das sieht aus wie rot und orange, aber ich bin mir nicht sicher. Wir werden es gleich sehen. Das wird cool sein. So. Ja, gut, es ist rot-orange. Sieht's aus. Papa. So. Nee, ein reiner roter. Oh, cool. So, halt, da habe ich doch... Ah! Stopp! Die können hier hinten durch. Das habe ich ja gar nicht gesehen. So. Vielleicht eine Mauer hinbauen? So. Ja, aber erstmal muss ich das ja alles... so, und der hier, der kriegt den Befehl, auf Swarmlings zu schießen. Stopp. Sind die da hinten jetzt weg? Nee, immer noch nicht. Die sollen doch die da hinten mal alle wegschießen. Kann ich da jetzt hinbauen? Nein. Warum ist jetzt das? Kann ich hinbauen. So. Einer kommt. Nein, einer ist doch nicht durch. Ja, der kommt ja dann hier vorne entlang und dann hier abgeschossen. Hier gibt es jetzt richtig viele Swarmlings. Ach so, den kann ich jetzt auch duplizieren. Ja, das ist ja cool. Weil jetzt machen wir nämlich mal ein Experiment. Wir machen die mal hier zusammen. Das wird jetzt fies. Hoffentlich. Pop, weißt du, was gerade fies werden wird? Dieses Schildverbrechen plus einen roten. Hört sich auch nicht schlecht an, ja. Stimmt, von dem Schilden will ich auch noch mal einen machen, der auf die losgeht, die meisten Rüstung haben. Und dann den Schild auf Level 7, glaube ich, bringen. 6 reicht mir erstmal. Ah ja, 6. Dann am besten... Besten rot duplizieren, Papa. Nee, ich versuche jetzt eigentlich eher erstmal die weiter hochzubringen. Oh, da kommt ein Geist. Oh ja. So, erstmal das hier. Das hier. Und jetzt normale Geschwindigkeit. Stimmt's? Ja, einfach damit ich gucken kann, wie es läuft. 25 Shadow Cores, ne? Das hat doch.
jetzt läuft noch sehr gut. Mhm. Ich glaube, es gibt nur 40 Wellen. 50. Ich habe geschätzt. Ich habe doch einfach nur falsch geschätzt. Ist ja nicht schlimm, mein Schatz. Darfst ja schätzen. Schätzen ist nicht schlimm. Nö. Trotzdem hätte mir jetzt noch ein gelber mit dem roten mehr Spaß gemacht. Hätte mir auch noch mehr Spaß gemacht. Papa. Auch wenn ich nur zugucken darf und nicht spielen. Naja, du bist ja mein Berater. Du musst mir sagen, wenn was nicht gut läuft. Es läuft gerade sehr, sehr gut. Okay, wenn du das sagst, glaube ich dir das. Und da läuft du grade, es jetzt nicht würde sehr gut laufen. Gut. Hallo? Wo ist meine Beratung, wenn ich sie mal brauche halt? Papa, ich sagte gerade eben, jetzt läuft es nicht sehr gut. So. Wir schließen erstmal alles. Dann machen wir den hier Upgrade. Sie müssen mir leider zuhören. Ich bemühe mich ja stetig. So, und weiter geht's. Und schon ist die Sache wieder erledigt. Und weiter geht's. Aber ich würde Sie einen Tipp geben und den roten duplizieren und den vielleicht dann mal mit den lilanen, lila-rosa kombinieren ein. Weil es wird auch sehr viel Schaden tun. Schaden tun? Schaden machen. Schaden tun. Schaden machen. Ist doch in Ordnung. Ich würde es jetzt erstmal so lassen. So, und da hinten kommt das meiner Dingens. Da nutzt es mir nichts. Warum nicht? So. Es läuft bis jetzt noch gut. Das läuft im Augenblick erschreckend gut, ja. Da haben wir jetzt ein bisschen Probleme mit den Giganten. Und da kommt eine lilane Wolke. Eine lila Kuh. Die macht Mu. Ein Schuss und der war weg. Easy. Easy peasy. Papa, jetzt läuft es nicht mehr gut. Nee, gerade nicht so. Hälfte nur eins. Schieß doch nach unten, ihr blöden Steine. Endlich. Ja, aber das, ich meine, der Endurance-Mut ist einfach auch zu schwer. Zumindest für mich im Augenblick noch. Lass uns jetzt durchlaufen. Ah, wir hätten 42.000 gehabt. Papa, du hast halt noch zu schlechte Steine. Auch das, ja. Gucken jetzt mal beim Mit Augenblick. Gelb und Rot wird's toll. Mit Gelb und Rot wird's richtig gut, ja. Wenigstens kriegst du Palle. Haben wir hier jetzt nichts Neues dazu gekriegt? Okay. Dann machen wir jetzt hier drüben weiter. Bei der D2. Und dann machen wir D3. Nee, machen wir D2. Hm? Aber eigentlich müsstest du von A, B. Müsstest du nach B. Ja, hätte, wäre, müsste, wenn. Hätte, Fahrradkette. Schon. Auch das. Okay. Was könnte man hier alles zerstören? Ich glaube, das, das und das. Mhm. Aber alles mit Gambombs so ziehen. Hey, Papa, das? Hier hinten sind auch. Ah, stimmt, und das da. Können da Steine die rauskommen? Die Frage ist eher, wie wir es leiten wollen. Weil, guck mal, ich hätte nämlich vorgehabt, das hier vielleicht sogar so zu machen. So wie es, glaube ich, auch angedacht ist. Weil dann kommen die nämlich von hier hinten, kommen hier entlang, laufen dann hier entlang. Da ist dann die Frage, wie wir es machen wollen. Wollen wir sie hier oben aufhalten? Oder da unten? Oder beide? Bei beiden Sachen. Weißt du, weil wir könnten sie theoretisch auch hier nochmal rechts und links hoch und runter führen. Halb bringt nichts. Ich denke, hier oben wäre eigentlich am geschicktesten. Mhm. Und da unten nur einfach... Können wir sie da nur bis hierhin runterführen. Papa, da unten. Laufen sie sowieso hin. Papa, da unten hier zum Beispiel solltest du jetzt einen Stein machen. So, wir lassen sie mal so laufen.
Dann kriegst du. Oh, rot. Und Verlangsamung. Rot und Verlangsamung? Verlangsamung. Nicht Verlangsamung. Verlangsamung. Hört sich gut an, Papa. Mhm. Gembomb der Stufe 4. Hab ich gehört. Guck mal, was hältst du davon und davon? Wollen wir das mal so ausprobieren? Das sieht gut aus. Papa, ich glaube noch ein, zwei Level höher, dann kannst du auch da dran. Muss man dann gucken. Eigentlich hatte ich mir fast überlegt. Ernsthaft? Ja, weil dann kann ich hier mit... Nein, ich meine ernsthaft, dass das einfach nur nicht geht. Oh, guck mal, ich dachte, die müssen hier außen rumlaufen. Aber macht ja nichts. Läuft ja eigentlich ganz gut. Strukturen einstellen. Oh! Hm? Also gerade gesehen, die laufen hier durch. Ja, weiß ich. Weißt du? Okay, danke für den Hinweis, du mein Berater, du. Ich dachte, du merkst das. Mhm. Du redest doch. Bräuchte ich einen Berater, wenn ich sowas merken würde? Da haben wir noch und sonst haben wir nichts mehr für Game Bombs, ne? Mhm, ich glaube schon. Für Schießen. 3, 2, 1. Komm schon, mach's wenigstens noch K.O. Bautz. Talisman-Fragment, supi. Jetzt können sie hier hinten noch. Ja, aber leider das ist, kein braucht neuer man einen Stein. 2er, 4er, 3er, 3er. Also hier unten kann man dann den 2er draufsetzen. So, hier wäre jetzt die Überlegung, das hier mal zu duplizieren. Oh, ein Stein. Oh, ja, ich guck halt. Ist das ein roter? Ja, Moment, ich muss ein Level wie vieler? Mal gucken. So. Ein Level 3er. Papa. Highest Armor. So. 2er haben wir gesagt, hier hin. Und das hier ist ein 3er, haben wir gesagt. Haben wir gesagt. Den würdest du vielleicht da unten nutzen. 3er. So, lass mich mal gucken. Da kann ein 3er hin. Da hier kann ein 4er. Vierer. Hier muss ein 4er, 3er. So, dann 3er. Jetzt müssen nur noch 2 4er sich auffahren. Ja, aber es läuft doch eigentlich mana-technisch ganz gut eigentlich, oder? Ja, dann solltest du vielleicht noch ein bisschen Mana-Stärke machen, Papa. Na gut, so geht's auch. Mhm. So schießt er ja auch noch auf Mana und kann gleichzeitig mehrere treffen. Mhm. Mana. So, einen. Und jetzt den letzten. Running Ghost Town, okay. So, jetzt sind sie alle auf Level 5. Du könntest ja sie jetzt verduplizieren ein. Könnte ich. Papa, die schaffen das locker noch nicht. Sagst du so? Ich will dich nicht nur beruhigen, das ist so. Ich frage mich gerade. Ja, hier kann ich nur in die Mitte bauen. Da schaffen doch welche was. Ah, warum sagst du mir denn nicht vorher? Ich sagte doch was. Ach ja. Das sagst du doch nur so, dass du was sagtest. Wie kann man mir irgendetwas glauben? Ja, nächstes Mal sag ich halt nix, Papa. Och Mann, jetzt bist du wieder sauer, nur weil ich nix kann. Bist so gemein. Guck mal, funktioniert doch.
Jimmy, der hat noch zu viel Leben. Der hat noch zu viel Leben? Und dann war er tot, ich weiß. Rot und Gelb vereint. Papa, ich sagte es ja schon, aber es ist einfach fies. So. Ich lege jetzt gerade. Man hier vielleicht doch mal. Das war ja eigentlich klar, dass das nicht klappt. Warum? So. Weil da gerade Monsters lang gelaufen sind. Nicht. Mach sie jetzt mal da vorne, da. Die müssen helfen, 90 Monster. Jetzt geht's. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass sie dann schon hier hochlaufend hier oben schon von denen da beschossen werden. Und was soll in diesem Loch? Gift? Verlangsamung? In Verlangsamung soll da rein. Ich weiß, vielleicht auch ein bisschen spät ist für Verlangsamung. Egal. Aber läuft doch ganz gut. Komm, lob mich mal. Ja. Aber Papa, bis eben. Oh Mann. Papa, da ist immer noch was, wo du einen Stein reinsetzen könntest. Da oben. Hast du recht. Da kann ich dann mal hier so einen reinsetzen. Dann kriegst du endlich diese gute Rot, Papa, oder Gelb. Vielleicht. Streng dich mal an. Damit. Streng mich doch schon an. Bin noch ganz angestrengt. Du meinst also hier oben noch so einen rein, ja? Mhm. Das wird dir auch ein bisschen noch was geben. Finde ich jetzt nicht unbedingt. Nur eine Stufe besser. Ich hätte es gerne hier eigentlich. Guck mal. Weil dann kann er hier richtig schön, während sie da unten entlang laufen. So. Naja, läuft. Wenn auch schlecht. Wenigstens die Monster laufen. Wenn was läuft, dann sind es die Monster, ja. Na kommt, ihr werdet doch nur noch die Monsters da tot kriegen. Ernsthaft, die kommen durch. Wenn jetzt gegen Ende nochmal, ja. Na gut, so kommen die nicht mehr durch. Jetzt habe ich keine Lust mehr, dass die durchkommen. So. Was kriegst du? Cool, Papa, du kannst vielleicht wieder. Ah, okay, da können wir vielleicht mal gucken, ob da dann was Gutes bei rauskommt. Aber ich glaube, die Aufnahme ist dann gleich zu Ende nach der Endurance Mode. Yeah! Party. Wo du immer verlierst. Ist ja nicht so. Entschuldigung. So. Na gut, da gibt's eh keinen Gewinner. Also bist du sehr gut, Papa. Ah. Warum? Das ist jetzt hier schon wieder ein Problem. Warum, Papa, warum? So, jetzt aber. Warum redest du immer vom Problem? Weil da Probleme sind, guck da. Ja, überall. Ohne diesen Eiszauber würdest du jetzt schon weg sein. Sei nicht so. Du machst mich immer nur fertig. Und du mich auch zu Hause. Aha, okay. Jetzt weißt du, wie ich mich immer fühle. Jetzt kriege ich gleich Mitleid. Ganz doll. Ja, die ersten kommen schon wieder durch. Dann gucken wir gleich wieder 1000 meiner weniger. 1000? So wenig? Ja, waren ja auch nur 2 oder 3, die durchgekommen sind. Na ja, komm. Super Geschwindigkeit. Und Ende Gelände.
Na gut, aber trotzdem 10.000 Erfahrungspunkte und dieses Token. Back to the map. Das musst du unbedingt machen. Ja. Und fast sogar Level 80. Und da gibt es sogar ganz viele. Oh, es gibt sogar Rot, glaube ich, dabei. Und Gelb. Nee, Rot gibt es nicht dabei. Es gibt nur Gelb und andere. Aber Gelb ist schon mal ganz gut. Mit Gelb, da kann ich gut arbeiten. Oh, ich glaube, Gelb gibt es da. Das wäre schön. Aber ich denke, wir sagen mal Tschüss. Fängst du an? Tschüss. Ja, von mir auch Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.